Hallo Welt, da sind wir wieder. Auf der Prison. Ah, Ritter. Wir haben eine Aufgabe, wir haben zwei Aufgaben, aber wir wollen auch Blutproben noch abgeben. Hoffentlich bringt der nächste Rückholtrupp ein paar anständige Vorräte mit. Wir müssen uns langsam was einfallen lassen. Kaum zu glauben, dass Dance in Wahrheit ein Sünd war. Verdammter Verräter. Ich glaube, wir werden Dance helfen, zum Institut zu kommen. Obwohl, der könnte ja auch nur so tun, als ob er ein Sünd wäre. Ach, das Institut weiß doch bestimmt darüber Bescheid. Wie kommen wir hier rauf? Ist das eine Treppe? Nein. Ist es zu fassen, dass Sünds Menschen durch exakte Duplikate ersetzen? Ach. Das ist einem ja übel. Das stimmt doch gar nicht. Man hat nicht gelebt, bevor man nicht einen Brahmin mit einem Vertibird umgeschubst hat. Das ist mal eine echte Herausforderung. Und wenn das Brahmin wirf mich nicht um hieß, was dann? Kennst du diese Synths mit den Plastikgesichtern? Die finde ich echt gruselig. Mhm. Hast du Blutproben für mich, Ritter? Ja. Ja. Hier, bitte. Hervorragend. Das hilft mir wirklich weiter. Hier, ein paar Kronkorken für deine Mühen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du nach den Blutproben suchst. Sobald ich einen Durchbruch erziele, lasse ich es dich wissen. Ja. Das wollten wir machen und jetzt geht es erstmal weiter mit der Aufgabe Blinder Verrat. Gelehrter heilen folgen wollen wir jetzt. Naja, wollen müssen wir wohl. Ob wir wollen oder nicht. Dance suchen. Und nach Möglichkeit Dance helfen. Vielleicht ist er gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Aber wir waren doch mit Dance noch gar nicht viel unterwegs, meine ich. Entschuldigung, gelehrte Halen? Hier lang. Okay, okay. Wir folgen. Und nun? Gelehrte Halen. Willst du Paladin Dance wirklich töten? Nein. Dance ist Aufenthaltsort? Ich weiß es nicht. Befehle befolgen. Riskante Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Bevor du dich entscheidest, will ich, dass du mir kurz zuhörst. Ich kenne Paladin Dance, seit ich eine Anwärterin war. Er hat mich ausgebildet, mir alles Wichtige beigebracht. Und er hat mir gezeigt, wie ich weitermache, wenn ich mal Mist gebaut habe. Ich bewundere und respektiere ihn. Und ich betrachte ihn als einen Freund. Mir ist egal, was in Quinlans Bericht steht. Mir ist auch egal, ob er eine Maschine ist oder nicht. Er ist und bleibt Dance. Ja, warum sagst du mir das? Ungeduldig sein? Mit einem Verräter sympathisieren? Nein, gewagte Aussage immer noch. Warum sagst du mir das? Warum erzählst du mir das alles? Weil es jemand tun muss, bevor du losziehst und Maxons Befehl ausführst, ohne vorher darüber nachzudenken, was du da eigentlich tust. Dance ist die selbstloseste Person, die ich kenne. Er hat sein Leben riskiert, nur um seinen Prinzipien treu zu bleiben. Deshalb bitte ich dich, nicht nur als Mitglied der Bruderschaft, sondern auch als Mensch, gib ihm die Chance, dir seine Seite der Geschichte zu erzählen. Wenn er dich nicht überzeugen kann oder er uns tatsächlich verraten hat, dann tu, was getan werden muss. Ist Mitgefühl nicht eine Tugend? Hey, hey, Curie. Befehle missachten? Ich bin verwirrt. Ja, das bin ich in der Tat. Keine Versprechen. Ich werde ihn anhören.
Oder ich bin verwirrt. Würde beides stimmen? Ich bin verwirrt. Antworte mir. Das ist wichtig. Ich bin verwirrt, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, als ich werde ihn anhören. Ich werde ihn anhören. In Ordnung. Ich werde ihn anhören. Um mehr bitte ich dich nicht. Ich werde einfach darauf vertrauen müssen, dass du das Richtige tust, wenn die Zeit gekommen ist. Bevor die Pritwin ankam, hat Dance mich einen Rückzugspunkt suchen lassen, falls wir das Polizeirevier verlieren sollten. Das war der Horchposten Bravo, eine Einrichtung der US-Armee aus Vorkriegstagen, die an der nördlichen Grenze des Commonwealths liegt. Der Posten ist sehr abgelegen und nur wir wissen von ihm. Von daher schätze ich, dass er dorthin unterwegs ist. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, in welchem Geisteszustand er sich befindet oder ob er uns noch traut. Aha. Reise zum Horchposten Bravo. Halen, ich weiß, du wirst das Richtige tun. Curie, ich habe gehört, das hat dir gefallen. Können wir hier mal gucken? Ich glaube, wir haben hier überall schon geguckt. Freizeitterminal, natürlich haben wir da schon reingeguckt. Aber vielleicht steht was Neues drin. Internes Netzwerk der Pritwin. Pritwin Freizeitterminal Ingram 09770-A. Jeder kann dieses Terminal gerne zur Entspannung nutzen und Fallout 4 spielen. Ich habe es vom Mainframe der Pritwin getrennt, aber wenn es zweckentfremdet wird, schalte ich es dauerhaft wieder ab. Wer ein Problem damit hat, kann es für sich behalten. Aha. Und Tegan hat auch was geschrieben. Tegan hat mir vom Freizeitbereich unter dem Hauptdeck erzählt. Ich habe ein paar Flaschen Schnaps und ein paar Zigaretten beigesteuert, aber meine Vorräte sind nicht endlos. Wenn ihr Nachschub braucht, können wir gerne über einen Tauschhandel reden. Womack hat auch was hinterlassen. Wenn jemand Bock hat... Ich organisiere eine kleine, höchst inoffizielle nächtliche Jagd auf wilde Ghule. Scheiß auf die Synths! Diese Ghule sind widerlich und wir müssen sie dezimieren, bevor sie das ganze Commonwealth verseuchen. Bin mir ziemlich sicher, dass wir mit dem Krater in Cambridge anfangen können. Wer Interesse hat, kommt zu mir. Mhm. Delecroix? Delecroix. McLaren hat seinen Anzug geschrottet, als er versuchte, vom Trinity Tower zu springen. Also gehört der Rekord immer noch Petrus mit seinem Sprung von der Pritwin. Denkt daran, keine Mods für die Beinrüstung. Es muss ein sauberer Sprung mit der normalen T60 sein und ihr müsst danach selbstständig weggehen können. Keine Ausnahmen. Ja, ja. Dann hat aber Flores hier auch noch was geschrieben. Ach, ich weiß nicht mehr. Wer hatte danach gefragt? Jemand suchte Meyerlurk-Eier. Auf meiner letzten Streife sah ich im Neopostpark, im Nepon-Z-Park, meine ich, ein paar Nester. Aber dank Kells durfte ich tonnenweise Ausrüstung schleppen. Wenn du Eier suchst, könntest du da draußen sicher ein paar finden. Ja, danke für die Information, Flores. Aber wir suchen keine Eier. Oder? Suchst du Eier, Currie? Komm, wir nehmen das hier mit. Und Zigaretten. Wenn es darum geht, die Pritwin am Laufen zu halten, ist Proctor Ingram die Beste. Ja. Zigaretten für nachher lassen wir da. Die holen wir nachher. Solltest du sie zu Proctor Quinlan bringen und analysieren lassen. Hoffentlich kommen wir unbeschadet runter. Currie, gut festhalten da draußen. Ja, wir sind ja noch nicht draußen. Boah, nein. Der schon wieder. Gut, gut, gut. Wir haben zwar hier jetzt einen Erfolg, aber da wir gerade in der Nähe sind, wechseln wir einmal die Mission und sprechen mit Ritter Sergeant Gavil.
großes Schiff und wir können uns glücklich schätzen, sie zu haben. Festhalten, Curie, festhalten, festhalten. Schön zu sehen, dass du sicher aus dem Institut zurückgekehrt bist, Schwester. Oh gut, du hast es geschafft. Ich weiß nicht wie, aber du hast es geschafft. Oder wir sollten Curie mal in so eine Power-Rüstung stecken, dann nimmt sie keinen Fallschaden. Dann müssten wir uns da auch nicht immer so abhetzen. Um von der Prytwin runter oder raufzukommen. Um von der Prytwin runter oder auf die Prytwin raufzukommen. Wie konntest du Paladin Dance nur so nahe stehen und nicht wissen, dass er ein Synth ist? Ich? Darf ich raten? Oh. Captain Kells hat dich geschickt. Ah, ich hab's nicht mehr geschafft, das Licht einzuschalten. Du hast was zu sagen? Nein. Du hast das Sagen? Okay. Fehlende Vorräte, sehe mich um. Ja. Du hast das Sagen? Das stimmt. Hast du hier das Kommando? Hab ich. Und du bist wegen der verschwundenen Vorräte hier. Besprechen wir das lieber unter vier Augen. Komm mit. Okay, vier Augen. Aus diesem Abschnitt des Terminals haben wir unser Hauptversorgungslager gemacht. Alles, was die Bruderschaft benötigt, läuft hier durch. Vorräte von der Prytwin, Bergungsgüter, wir kümmern uns darum. Der Zugang ist beschränkt auf die Logistikabteilung. Und wir verfolgen jede Kiste, jede Kugel und jeden Bolzen zurück, der durch diese Tür kommt. Das ist eine Wand. Daher kann ich solche Anschuldigungen überhaupt nicht leiden. Ich kenne jeden Soldaten in dieser Einheit. Der Gedanke, dass jemand ihre Loyalität anzweifelt, ist abstoßend. Wenn du Fragen hast, nur zu. Ansonsten steh uns nicht im Weg. Wo soll ich nur anfangen? Fehlende Vorräte. Das ist erledigt. Logistik? Ah, wo soll ich nur anfangen? Wo soll ich mit meiner Untersuchung beginnen? Nirgendwo. Das ist reine Zeitverschwendung. Ich habe mit meinen Leuten gesprochen. Sie haben nichts gesehen. Tegans Gelehrte haben mal wieder die Bücher durcheinander gebracht. Wenn du jemanden befragen willst, nerv Lucia oder Clark. Die kann ich entbehren. Okay. Lucia und Clark. Fehlende Vorräte erledigt, Logistik. Lucia und Clark, wo finde ich die denn? Lucia und Clark? Ritter Lucia und Anwärter Clark. Sie wurden vor einigen Wochen hierher verlegt. Sie machen sich noch mit allem vertraut. Aber bald habe ich sie soweit. Wenn du jemanden nerven musst, dann nimm die beiden. Aber die sind neu, die wissen doch nichts. Na, was ist denn nun mit den fehlenden Vorräten? Bücher durcheinander gekommen, sagte er. Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Es fehlen mehr als 20 Kisten, wenn man den Gelehrten glaubt. Nur Nahrung, Dörrfleisch, Instapüree, Mac. Das ergibt keinen Sinn. Man würde doch Waffen oder Technologie stehlen. Aber unser Dieb macht sich die ganze Mühe für Unmengen von Kram. Ja, Logistik? Erzähl mir von der Logistikabteilung. Ich leite diese Einheit seit fast 10 Jahren. Wir sind eine kleine Gruppe. Wir halten zusammen. Und wir halten die Bruderschaft am Laufen. Naja, dann haben wir keine Fragen mehr, oder? Das ist erstmal alles, Sergeant. Mein Ratschlag? Stoche ein bisschen rum, dann sag dem Captain, er soll es lassen. Ist deine Zeit nicht wert, oder meine? Mhm. Ich vermute mal, die Vorräte werden irgendwie zu Dance gebracht. Muss er denn was essen? Ja, Suns haben doch auch mal Hunger. Curie, ich hab dich Nudeln essen sehen, vor kurzem noch. Hallo, hallo. Bist du wegen der Diebstähle hier? Ich hab Sergeant Gavel schon alles gesagt. Hast du mit Gavel gesprochen? Hat er doch gerade gesagt. Gavel hat mich geschickt. Achte auf deinen Ton. Untersuchung. Wir fragen immer. Wenn wir fragen können, fragen wir. Hast du mit Gavel gesprochen? Du hast schon mit Gavel gesprochen? Er hat die ganze Einheit befragt. Keiner hat etwas gesehen. Also, ich möchte dem auch auf den Grund gehen. Was willst du denn wissen? Sicherheitsmaßnahmen, fehlende Vorräte erledigt, Logistik. Sicherheitsmaßnahmen? Wie sieht es mit den Sicherheitsmaßnahmen aus? Wir sind in einer befestigten Militärbasis, die ständig bewacht wird. Nichts kommt hier rein oder raus, ohne dass wir es erfahren. Nichts kommt rein? Glaubst du wirklich, die Basis ist so sicher? Ja,
Ich habe vom Transmitter des Instituts gehört. Aber selbst wenn sie reingelangen, kommen sie nicht wieder heraus. Und diese fehlenden Vorräte? Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Ich weiß wirklich nichts. Ich habe die Gerüchte gehört, wie alle anderen auch, aber das war's. Was für Gerüchte? Welche Gerüchte hast du gehört? Dass jede Nacht Raider mit Stealth Boys kommen. Und dass Vorräte schneller verschwinden, als wir sie auffüllen können. Das ist alles Müll. Ich arbeite normalerweise nachts. Glaub mir, da stirbt man höchstens an Langeweile. Vielleicht bist du eingeschlafen und hast es nicht gesehen? Was ist das hier mit der Logistik? Erzähl mir von der Logistikeinheit. Wir sind etwa 10 Leute. Irgendwas in der Art. Unsere Abteilung untersteht Proctor Teagan auf der Pritwin. Sergeant Gavel ist für das Tagesgeschäft verantwortlich. Er arbeitet seit Jahren in der Logistik. Neben dem Sergeant gibt's noch Lucia, mich, die Gelehrten und ein paar andere Ritter, die nicht kampftauglich sind. Und Lucia, wo ist sie? Lucia. Entschuldigung, Ritter Lucia. Wir sind der Bruderschaft gemeinsam beigetreten. Sie kommt wohl bald in ein Patrouillenteam, während ich hier bleibe. Na, dann war das erstmal alles. Das ist alles, Anwärter. Ritter. Wo ist denn Lucia? Lucia! Kupferdraht. Hi. Kupferdraht. Hey. Kannst du mir sagen, wo... Oh, tut mir leid. Wir kennen uns noch nicht. Ritter Lucia, Logistik. Was kann ich für dich tun, Ritter? Zeit für Fragen? Wir sind ungeduldig. Nichts. Untersuchung! Untersuchung! Nein, 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 nein. Zeit für Fragen? Hast du Zeit für ein paar Fragen? Oh, du musst wegen der verschwundenen Vorräte hier sein. Ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe bin, aber was willst du wissen? Erzähl mal was über die Sicherheitsmaßnahmen, bitte. Wie sind hier die Sicherheitsmaßnahmen? Streng. Mindestens 2 Ritter und 1 Gelehrter sind immer im Dienst. Und die gesamte Basis gibt es auch noch. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Könnte man diese Sicherheitsmaßnahmen umgehen? Kann man diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen umgehen? Man muss bei der Logistik sein. Nur wir sind autorisiert, Vorräte rein oder rauszubringen. Und dann? Eine komplette Kiste mit Vorräten bekommt man nicht von der Basis. Bei all den Patrouillen würde das auffallen. Aber warum sollte man überhaupt was stehlen? Die Bruderschaft bietet alles, was wir brauchen. Niemand hier hat eine Verbindung zum Commonwealth. Ich weiß es nicht. Nichts davon ergibt einen Sinn. Fehlende Vorräte. Was fehlt denn da genau? Weißt du etwas über die verschwundenen Vorräte? Eigentlich nicht. Wohl hauptsächlich Lebensmittel. Und Röhren? Nein, die sind einfach so verschwunden. Verschwundene Röhren also, das ist ja interessant. Es sind Röhren verschwunden. Wie oft verschwinden hier Vorräte? Jemand hat sie wohl einfach an der falschen Stelle einsortiert. Clark hat sie am nächsten Tag gefunden. Kleinere Fehler passieren, aber nichts Großes. Der Sergeant beschwert sich vielleicht, aber Proctor Teagan und seine Gelehrten sind sehr gründlich. Maximal 1-2 Kisten, aber nicht so viele. Logistik? Wie ist es so in der Logistik? Gar nicht schlecht hier. Sergeant Gavel ist hart, aber ich habe schon viel gelernt. Manche Leute mögen es wohl und manche nicht. Wie Clark. Clark? Was ist mit Clark? Wir sind beide vor ungefähr 2 Jahren zur Bruderschaft gekommen. Wir waren immer befreundet. Bis vor kurzem. Was ist passiert? Und da hätten wir vorher vielleicht noch irgendwie unseren Charisma-Hut mal aufsetzen sollen. Das ist ja rot. Aber wir interessieren uns doch dafür. Was ist passiert? Warum? Was ist passiert? Das war nach der Schlacht. Was für eine Schlacht? Die Schlacht? Die Schlacht um den Flughafen. Das war unser erster richtiger Kampfeinsatz. Das war ein Bild. Die Pritwin mit voller Vertibird-Eskorte. Geschütze feuerbereit. Wir waren eines der ersten Teams. Dutzende von wilden Ghulen. Wir eröffneten das Feuer und erledigten sie. Dann jagten wir die, die entkommen wollten. So hatte ich es mir erhofft. Aber Clark ist seitdem nicht mehr derselbe. Als hätte er einfach aufgegeben. Seitdem verschwindet er allein 1 oder 2 Mal am Tag. Ich habe mir nie etwas dabei gedacht, aber könntest du ihm vielleicht folgen? Sehen, was er macht? Seine Schicht müsste in ein paar Minuten zu Ende sein. Vielleicht ist es nichts, aber ich mache mir Sorgen.
Wilde Ghule also, hä? Huh? Naja, die können ja nun mal nicht fliegen, also war das eine richtig faire Schlacht. Na du? Clark. Ich bin nicht im Dienst, lass mich in Ruhe. Und folgen werden wir ihn... Oh, Kronkorken. Hey, da hat jemand Kronkorken. Wir waren es nicht. Geklaut. Der fühlt sich auch gar nicht beobachtet. Push steht. Hey, ich bin nicht im Dienst. Lass mich in Ruhe. Was es auch ist, es kann warten. Ich bin versteckt, du siehst mich gar nicht. Ich bin Busch. Psst, psst, psst. Hey, was machst du hier draußen? Hey. Ich gehe in ein paar Minuten zurück. Du musst nicht warten. Ah, schon gut. Hat nicht geklappt. Die Büsche sind hier ohne Blätter und so. Das funktioniert ja gar nicht richtig. Jetzt habe ich eine Idee. Aha. Dieser Ort ist sehr beunruhigend. Muss die Karte finden. Nein! Oh, unsere Haarklammer! Keine Karte hier, hm? Na, da sind wir doch reingekommen. Moment. Vorsichtig. Na, was haben wir denn hier? Oh, die schwere Uniform.
oder? Seien Sie bitte vorsichtig. Oh yeah, verkrüppelnd, unter Hebelgewehr. Verursacht 50% mehr Körperteilschaden. Aktuelle Mods, Standardverschluss, kurzer Lauf, kurzer Kolben, Standardvisier, keine Mündungsbremse, Schaden, ballistischer Schaden 93, Feuerrate 5, Reichweite 122, Präzision 72, Gewicht 9, Wert 801. Das nehmen wir mit. Sehr nass. Ja, feucht könnte man sogar sagen. Da geht's doch wieder nach oben. Wir wollen doch gar nicht rauf. Ein Nest gewesen sein hier, Curry. Schon wieder. Kein Problem. Oh, die Haarbürste. Natürlich, die Haarbürste müssen wir noch mitnehmen. Hey. Maulwurfsrattenzähne hat er gehabt. Es gibt hier weit mehr, als ich mir glauben machen wollte. Wir scheinen unter Feuer. Der passende Ausdruck ist Juhu. Richtig? Richtig. Gut, 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 gut. Naja, jetzt kommen wir wenigstens schon mal nach unten. Oh yeah. Angetrieben Metallrüstung reichter Arm. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Aktuelle Mods, Standard ohne Extras. Schadensresistenz, ballistischer Schaden 9, Energieschaden 5, Gewicht 3, Wert 75. Das nehmen wir mit. Und die Blechdose lassen wir da eigentlich. Uah. Gegner verlassen die nähere Umgebung. Du schaffst den. Du schaffst den. Ich setze auf Curry. Oh, ist so gewalttätig.
Uha! Ich dachte, das wärst du. Du sahst so gruselig aus auf einmal. Gegner verlassen die nähere Umgebung. Weitere Feindseligkeiten sind nicht empfehlenswert. Ist sie noch intakt? Das ist größer, als ich dachte, hier unten. Wir müssen noch mal wiederkommen mit einem großen Beutel. Unaufhaltsam, Raketenwerfer. Füllt deine Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf. Aktuelle Mods, Standardlauf, Standardvisier, keine Mündungsbremse. Schaden 534, ballistischer Schaden, Feuerrate 2, Reichweite 203, Präzision 65, Gewicht 21, Wert 1514. Dass du dich überhaupt noch bewegen kannst. Das nehmen wir mit, wollte ich noch gesagt haben. Yeah, erschütternd Kampfmesser. Chance auf Taumeln bei Treffer. Aktuelle Mods, keine Verbesserung. Schaden 410, ballistischer Schaden. Geschwindigkeit schnell. Gewicht 1, Wert 125. Das nehmen wir aber mit. So viele krasse Waffen. Nutzen Sie im Notfall die dafür vorgesehenen Telefone, um polizeiliche Hilfe anzufordern. Oh nein. Curie, guck dir das an. Die haben es nicht mehr geschafft. In der Gruppe hier durch das kleine Loch da zu steigen. Hättet ihr mal einzeln versuchen sollen, vielleicht hätte das geklappt. Oh, eine saubere Postbotenuniform. Wie selten. Was war hier los? Eine Party? Und wir waren nicht eingeladen? Ein neues Spielzeugauto. Nicht das einzige. Okay. Na, schön, Curie. Liebe Welt da draußen. Da das doch größer ist, als ich dachte, werden wir das wohl nicht ganz in dieser Folge schaffen. In der nächsten Folge geht es weiter. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.